Oh! Jetzt habe ich gerade nicht hinguckt, weil ich auf diesen Scheiß geguckt habe. Er kommt und... Schon wieder ein Headshot. Ha. Also wenn das ein Versuch war, seinen Warlock zu verstecken, dann hat er wirklich einiges geopfert jetzt. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer neuen Runde Cheater erkennen, leicht gemacht, mit mir, dem Dummbabbler. Also folgendermaßen, Diamond cheatet, der ist durchsichtig. Okay, jetzt nicht mehr. Passiert jetzt hier irgendwas? Er muss erst einmal noch seine Cheats einstellen, ist verständlich. What are you doing? Das ist die richtige Frage. Wow, was treibt er hier? Was treibt er hier? Okay. Er aimt ultra merkwürdig. Also, als wenn er verstört wäre. Er weiß gar nicht, wie, was und warum. Er guckt auf den Boden und denkt sich, fuck, ist das hier nicht Minecraft? Hat er gerade Zucker gesagt, der Bot? Zucker. Jetzt geht die Party aber richtig ab. Wir schauen mal, was er treibt. Also, er geht auf A lang und er hat ein Knife. Verdächtig. Naja. Gut. Ich mach mal ein bisschen langsamer. Warte mal, Bro. Naja, der war ja völlig Standard. Also, da kann man überhaupt nicht meckern. Auch, oder? Der ging halt einfach voll in die Fresse. Was soll man machen? Er hat nicht auf seinen Kopf gezielt. Er war, glaube ich, eher so ein Stück links nebendran. Aber jeder weiß, wie die Diegel manchmal schießt. So, auf Short kommt einer. Ah, nee, der ist schon tot. Der letzte ist Richtung B. Er kommt und... Schon wieder ein Headshot. Ha. Naja, naja, ne? Aber das Fadenkreuz scheint doch sich trotzdem normal zu bewegen, oder? Er hat es nicht irgendwie so hingeflickt, so zack. Sondern er zielt hin und schießt und die Kugel trifft ihn halt in den Kopf. Wir gucken mal weiter. Achtung. Auf lang kommt gleich einer gedackelt. Wir machen mal auf ein Viertel. Der Zeit. Ah? Hätte er jetzt schon geprefired? Hätte ich aber mal gelacht. Er hat sein Knie gesehen eben. Und die Mates haben ihn wohl auch jetzt gesehen. Ja, jetzt sieht man auch die Schüsse. Er will ihm auf jeden Fall einen Header drücken, so wie er da wartet. Wir gucken mal, was passiert. Komm schon. Du musst schon schießen. Warte, warte, warte. Nicht so schnell, Alter. Nicht so schnell. Gut, das war also... Das ist ja total, total Lulli-mäßig. Er hat ja gar nichts getroffen. Unten bei City steht noch einer. Ich mache wieder auf ein Viertel einfach, um das Fadenkreuz zu beobachten. Wow, wow, Bro, schießt dein Mate nicht in die Fresse. Gut, der ging halt, jetzt habe ich kurz auf den scheiß Mate geguckt. Ging das, das war auch normal, ne? Das ist nicht irgendwie hingeruckelt oder so. Okay, alles klar. Alles klar. Was war das denn? Wie er ihn einfach schon vor... Okay, also das kann doch jetzt kein Zufall gewesen sein. Er hat richtig auf seinen Kopf geaimt und ist so langsam mitgegangen, obwohl er noch gar nicht zu sehen war. Und er sieht den da unten auch, den Benjo. Ich glaube, wir haben da einen kleinen Wandhacker. Der zugleich schlecht spielt. Ich kann halt einfach nicht zurückspulen. Das ist ein kleines Manko hier an Overwatch. Er bleibt einfach stehen, okay. Er hat sich nichts gekauft. Er läuft ohne eine Veränderung weiter. Ohne eine sichtbare Veränderung. Weißt du Bescheid? Wir warten noch eine Runde ab, aber der Wallhack-Verdacht hat sich jetzt bereits in mich reingefressen. Guck mal, wie er ihn so ein bisschen anaimt schon. Und dann sagt er sich wieder, okay, ich muss es verstecken. Und jetzt schießt sich am besten kurz nicht, aber dann. Aber Aimbot scheint er nicht zu haben. Ich finde, die Header sind eigentlich, wenn er dann welche hinbekommt, eigentlich ganz normal. Der letzte Deagle-Headshot vorhin war irgendwie... Aber die Deagle ist halt auch einfach so, wie sie ist. Gut, er sieht, dass da zwei sind. Er aimt da schon mal hin, aber schießt viel zu langsam. Er hat Angst, rauszugehen. Er weiß, dass da zwei Gegner sind und denkt sich, nein, nein, das darf nicht sein. Er will, dass er sich zeigt, der an der Kiste, den er da ja sieht. Also ich unterstelle ihm das, dass er den sieht. Wie er gleich nach links aimt, wenn der Gegner links, der Benjo, wenn der irgendeine hastige Bewegung macht, wie er dann sofort rüber aimt. Achtung, wartet mal ab. Auf Benjo, komm, mach doch irgendwas. Beweg dich mal. Er läuft und schießt dabei. Das ist ein Fuchs. Jetzt hört er ihn oben schießen. Er weiß jetzt zu 100%, dass da zwei sind. Also auch wenn er jetzt keinen Wallhack hätte, wüsste er, dass da zwei sind. Was macht er jetzt aus dieser Situation? Er hätte nachladen können. Oh, da bekommt er von hinten über Short in den Hinterkopf geschossen. Ja, hat sie erledigt, ne? Hat sie erledigt. Ich hoffe, er gibt uns nochmal was Verdächtiges. Oh, jetzt habe ich gerade nicht hinguckt, weil ich auf diesen Scheiß geguckt habe. Auf dieses verkackte Menü. Mann, war das jetzt verdächtig oder wie war das? Der Mate hat sich umgedreht, so what? Guck mal, jetzt bleibt er auch einfach stehen. Was macht er jetzt? Schreibt er jetzt gerade? Total Banane. Man muss den Chat doch sehen können, um auch Chat-Spam und sowas bestrafen zu können. Und Strong Language und den ganzen Scheiß. Aber da ich vorhin schon den Verdacht hatte auf Warlock, sage ich jetzt einfach, das war auch nochmal verdachtsträchtig, dieser Schuss. Auch wenn ich ihn nicht wirklich sehen konnte, aber ihr wisst, wie der Hase läuft. Wenn man dann einmal jemanden im Verdacht hat, dann ist es schwierig, von diesem Verdacht abzulassen. Es sind nach wie vor noch 4 Cities. Gut, was macht er mit... Oh, er hat voll seinen Arsch gesehen. Und nichts getroffen. Er hat nur in den Rucksack geschossen. Ja, der war wiederum in Ordnung. Unten kommt jetzt einer. Kann er den gehört haben? Möglich. Es ist möglich, dass er den gehört hat. Oh ja. Er war verdeckt von der Waffe. Ich hoffe, es geht noch ein, zwei Runden, denn ich habe jetzt nicht so... Naja, okay. Jetzt habe ich es gesehen. Also es sieht schon... Er guckt halt hin. Durch den unterstützenden Wallhack, den er vielleicht anhat, ist es einfacher natürlich, da diesen First Kill an der Dort zu machen. Pass mal auf, hoffentlich läuft er jetzt wieder da rein, dass ich mir das schön angucken kann. Wenn er jetzt irgendwie hoch aimt. Ja! Aha!
Aha, ich predikte, dass es auf jeden Fall ein Wallhack ist. Er konnte ihn noch nicht sehen, noch nicht mal ein Atomstückchen von ihm. Und trotzdem hat er schon eine Reaktion gezeigt und ein Stück hochgeaimt. Ich würde sagen, er versucht es zwar zu verstecken, aber es waren jetzt schon zwei Sachen, die mir da aufgefallen sind. Also vor allem vorhin die erste, in der zweiten Runde war es, glaube ich, wo er unten durch die Wand bei City durchgeguckt hat und schon mal auf den einen gewartet hat mit seinem Fadenkreuz. Beziehungsweise nicht auf ihn gewartet hat, er hat ihn ja verfolgt durch die Wand. Was macht er mit ihm da unten? Na, der ist schon vorbeigesprungen, mein Sohn. Ich weiß, du kannst ihn durch die Wand sehen, aber... Oh, was? Scheiße, dieses verkackte Menü gibt's dafür eigentlich. Kurztasten oder sowas? Ich guck dann immer kurz hin und verpasse die Action. So, jetzt Menüzeit. Ja, das war jetzt aber auch... Das war jetzt auch irgendwie lächerlich, oder? Er schleicht um die Ecke bei einer AWP. Was soll man dazu sagen? Er weiß, dass da noch einer auf A ist. Da er einen Wallhack anhat. Was macht er jetzt mit ihm? Oh, da kommt er gehüpft. Pack lieber die AWP aus. Ich finde hier, das ist nochmal wichtig. Ah, fuck, ich weiß es nicht genau. Hat er gesehen, dass der CT da runtergefallen ist, eben noch, als er um die Ecke gegangen ist? Weil falls nicht, ist es völlig merkwürdig, dass er da jetzt einfach unreingezoomt und nach unten zielend um die Ecke kommt. Wenn ich da stehen würde und ich weiß, da war gerade eben ein CT auf der Mauer, dann komme ich aimend mit der AWP um die Ecke, zumindest einmal reingezoomt oder zumindest ausgezoomt, aber etwas höher zielend und nicht direkt hier unten auf die Treppe. Es ging doch jetzt hier nur um eine Sekunde oder so, also Zeit. Da kann er ja nicht schon vor ihm stehen. Aber wenn er ihn runterfallen sehen hat, dann passt es. Der aimt scheinbar schon hier rein. Er hat seine Waffenspitze gesehen, okay. Was macht er da? Warum schaut er immer so komisch da hoch? Als würde er ihn winken wollen. Geh da hin. Geh da hin. Er will jetzt so tun, als wenn er es nicht wüsste, dass er da links ist. Pass mal auf. Pass mal auf. Er zeigt so an, oh, vielleicht ist er auch oben. Na. Wow, durch die Waffe durch. Kann uns nicht verkackeiern, der Kerl. Er kann uns einfach nicht verkackeiern. Komm, noch eine Runde, bitte. Jetzt hat er keine AWP oder Scout. Ich hätte so gern gesehen. Hat er eine AWP? Doch, jetzt hat er eine AWP, aber er geht nicht an die Doors. Sehr schade. Das hätte ich jetzt echt gern gesehen, wie er dann noch einmal einen an den Doors klatscht. So, ich gehe direkt auf die Zeitlupe. Obacht. Komisch, dass es jedes Mal in den Kopf geht. Das verstehe ich nicht. Jetzt aimt doch überhaupt nicht auf den Kopf. Ist es doch vielleicht ein Aimbot oder so? Lass mal kurz gucken. Okay. Na? Also er war auf dem Kopf kurz und dann ist der Gegner aber wiederum vorbeigelaufen. Er hätte eigentlich daneben geschossen. Ich meine, das kann auch die Tickrate oder irgendwas sein vom Server. Es sind einfach voll merkwürdige Headshots. Es sind auf jeden Fall Kills, die er zu 100% hätte. Aber Körpertreffer und nicht in den Kopf. Und warum aimt er genau dahin? Aimt man dahin als AWPler oder hat er ihn hochgehen sehen? Ich achte einfach zu wenig. Aber wow, das war ein eindeutiger Headshot. Der war zu 100% klar. Guck mal, er hat jetzt die Bombe gezückt, um zu planten, weil der Mate ja da ist. Alles klar. Okay, der Mate ist tot. Oh, gerade eben hat er auch direkt, kein Zufall gewesen sein, direkt auf ihn geaimt durch die Wand, aber das kann wirklich, das will ich jetzt nicht gesagt haben, das kann Zufall gewesen sein. Alles klar, da kann er ihn eigentlich locker abknallen. Oh, er zoomt aus an so einer Stelle, obwohl er gerade kommt. Wow, also wenn das ein Versuch war, seinen Warlock zu verstecken, dann hat er wirklich einiges geopfert jetzt. Damit habe ich nicht gerechnet. Achtung, er hat wieder AWP, jetzt schauen wir nochmal die Mitte, was er da treibt. Ja, die sind ja schon fast vorbei. Komm. Da war jetzt nichts. Da war einfach jetzt nichts. Und schau mal, wie er jetzt hier hin aimt. Hat er das vorhin auch so lange abgedeckt? Er geht hoch und runter. Was will er uns damit sagen? Ja, ich cheate, ja. Schreibt euch in den Chat, was ihr von meiner Einschätzung haltet. Also ich drücke ihm, wenn jetzt nichts Besseres kommt, den Wallhack rein, aber kein Aimbot. Das Fadenkreuz ist auf dem Kopf. Der Gegner läuft am Fadenkreuz vorbei. Er würde praktisch hier daneben schießen. Er drückt ab und killt ihn. Jeder von uns hat das mindestens einmal erlebt. Man kennt es. Man hat den vermeintlich letzten Schuss zum Beispiel geschossen vor einer halben Sekunde und auf einmal fällt der Gegner doch um. Obwohl man auch gar nicht mehr auf ihm drauf war mit dem Fadenkreuz. Also die Server und hin und her, da gibt es ja auch immer dieses Palaver. Schau mal, wie lange er dahin aimt. Sorry, dass ich mich selbst unterbreche, aber guck mal, wie lange er dahin aimt. Das gibt's doch gar nicht. Er weiß, dass da einer steht und auf den geiert er gerade. Er kann uns nichts vormachen. Er weiß ums Verrecken, dass da einer steht. Solange hat er noch nie abgeaimt hier, der Kerl. Er riecht diesen CT und er weiß, dass dieser CT gleich einen Schritt machen wird. Ja? So! Wow, Mate, das war sauknapp. Zwei sind auf Mitte. Eigentlich ein leichtes für ihn, die jetzt zu nutzen. Er sieht den Linken jetzt noch nicht. Also ich finde diesen Fall irgendwie schwierig. Man will den Leuten auch kein Unrecht tun. Und ich bin eh jemand, der eigentlich als allerletzter sagt, dass jemand cheatet. Nichtsdestotrotz habe ich hier einen direkten Grund dafür. Wegen dieser Aktion in der zweiten Runde, wo er wirklich jemanden schon durch die Wand... Das muss schon ein Riesenzufall sein, wenn das Fadenkreuz zufällig die ganze Zeit auf dem Feind drauf ist. Ja, also was soll ich dazu noch sagen? Achtung, the first kill. Wir beobachten ihn. Also er aimt eindeutig zu hoch für diesen Kill. Und ja, das sah jetzt klar aus, völlig clear, aber man kann die Cheats ja auch im Spiel ausschalten, wenn man das will. Da kommt wieder ein CT. Oh, der ist knapp vorbeigesprungen. Auf, gib ihm einen Header! Das hätte doch reingehen können. Also,
Von rechts kommt gleich einer. Ja, mal vorsichtshalber rein. Und da kommt er! Oh. Oh. Oh! Bro, wie kann man das verkacken? Das war jetzt aber ganz schön hart, dass er das verkackt hat. Der andere Kollege ist unten bei Katas. Er kann also gerade niemanden spotten. Er weiß nicht, wie sich die Gegner bewegen. Und jetzt hat er ihn aber auf jeden Fall. Da kommt jetzt halt wieder die Frage auf, woher wusste er, dass er da kommt auf dieser Höhe? Er hätte ja unten übers Auto krabbeln können und dann hätte er viel, viel tiefer zielen müssen. Intuition, Glück, ist mir wurscht. Ich hau ihm auf jeden Fall den Wallhack rein, weil er eben vorhin echt hart gewallert hat. Und es würde mich echt interessieren, wie ihr dazu steht, zu dieser Entscheidung. Schreibt es ruhig in die Comments. Da können 50 Leute sagen, glasklar, der Kerl cheatet. Und dann gibt es aber den einen, der sagt, was labert ihr? Das ist doch völlig falsch, hat ihr behindert. Oder eben andersrum. Bis jetzt hatten wir in den Kommentaren eigentlich immer so eine Mehrheit und dann eben ein, zwei, manchmal sogar echt nur einen einzigen, der das Gegenteil behauptet. Kein Aim Assist, aber Vision Assist. Und ich bin gespannt, wie es diesmal läuft. Ob ihr mit mir d'accord seid oder ob ihr sagt, das ist doch totaler Schluss, was du laberst. Du hast doch Tomate auf der Auge. Und denkt an den Daumenkampf zwischen den einzelnen Spielen. CSGO, LOL und Hello Neighbor. Im Moment steigt LOL gerade ultra ab. CSGO ist ungeschlagen oben und Hello Neighbor holt so ein bisschen auf. Ihr entscheidet, wer der Daumengewinner ist, ne? Sick Alarm! Alle hopp, gell?